Moin, herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seht schon X-Plane 11 oder 11 oder wie auch immer, Flugsimulator. Ja, ich habe mit der Landwirtschaft so viel Kohle verdient, dass ich gesagt habe, jetzt mal einen Pilotenschein. Nein, völliger Quatsch. Flugsimulatoren faszinieren mich eigentlich schon ewig, habe sie aber auch ewig nicht mehr gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt habe ich gedacht, mache ich mal, fange ich mal an, mal gucken, wie das so wird. Ich fange ganz am Anfang an, sprich, ich fange hier mit der Flugschule an und will euch daran teilhaben lassen, wie das denn hier so aussieht und wie es mir so ergeht. Wie gesagt, X-Plane 11 benutze ich als Flugsimulator, gesteuert mit einem Joystick und Schubregler. Und als Pedale habe ich tatsächlich die Pedale vom LS-Lenkrad genommen im Augenblick. Ich habe keine anderen und ich habe aber auch die Seitenkonsole vom LS-Lenkrad, weil da ist ja so ein kleines Drehrad dran neben dem Joystick und das benutze ich unter anderem für die Trimmung und habe mir dann auch so ein paar Funktionen auf ein paar andere Tasten gelegt. Also, dieses Heavy Equipment Bundle ist nicht nur gut für Heavy Equipment, sondern auch für kleine Flugzeuge. Ja, schauen wir mal. Ich wollte jetzt hier nicht irgendwie viel investieren für irgendwelche besondere Hardware, sondern wollte so über die Runden kommen. Also fangen wir an mit der Flugschule. Dieses X-Plane-Grundwissen habe ich tatsächlich schon abgearbeitet hier oben. Also starten Sie in der Cessna 172 und das machen wir jetzt mal. Ja, mal gucken. Ja, das mit den Pedalen ist noch nicht so hundertprozentig, weil ich irgendwie da mit der Einstellung noch nicht so ganz, der Empfindlichkeit noch nicht so ganz zufrieden bin. Okay, gehen wir gemeinsam Ihren ersten Start in der Cessna 172 SP durch. Dann klicken wir mal auf Weiter. In ein paar Augenblicken werden Sie aufgefordert, die Parkbremse zu lösen, um vollen Schub für den Start zu geben. Nachdem es sich bei der Cessna 172 um ein einmotoriges Flugzeug mit Propeller handelt, werden Sie fühlen, wie das Flugzeug nach links driftet, wenn Sie mehr Schub geben. Geben Sie rechtes Ruder, um das Flugzeug in der Mitte der Startbahn zu halten. Dafür drehen Sie entweder Ihren Joystick oder verwenden Ihre Ruderpedale, wenn Sie diese besitzen. Ja, die besitze ich. Sobald Sie eine Geschwindigkeit von 55 Knoten erreicht haben, werden Sie die Nase des Flugzeugs langsam anheben und in die Luft zukommen. Legen wir los. Drücken Sie die Taste B. Und dann geben wir mal Schub. Muss jetzt hier mit dem Pedal ein bisschen. Ich habe die Pedale kaum gedrückt. Das ist also, wie gesagt, da muss ich an der Empfindlichkeit noch mal ein bisschen basteln. 50 Knoten erreicht. So. 74 Knoten während des Steigens halten. Also ich kann noch. Sehr viel mehr. Ach ne, 74 Knoten. Das waren ja jetzt nur 70. Das ist Ihr Höhenmesser. Lesen Sie einfach wie eine Uhr. Der kleine Zeiger zeigt Ihnen die Tausender Stellen im Fuß, die große, die Hunderter. Ja, 1500 Fuß. Alles noch nicht so hundertprozentig eingestellt. Aber wir kommen dahin, wo wir hin wollen. Das ist die Anzeige für Steigen, Sinkrate oder VSI, Vertical Speed Indicator. Die Nadel zeigt nach oben, wenn Sie im Steigflug befinden und nach unten im Sinkflug. Ja.
Nachdem sie hier auf 1500 Fuß einpendeln wollen, sollten sie versuchen, die Nadel des VSI auf 0 zu halten. Ja. So, sind wir da ganz leicht drüber. Steigen auch noch. So. 74% Take-Off-Performance, 83% Climb-Performance. Ja, das ist doch nicht so schlecht. Dann machen wir doch gleich das nächste Tutorial mit einem Spornradflieger. Ich dachte, ich komme hier vielleicht durch ein Tutorial maximal durch, aber nee, ist ja gar nicht. Na los. Willkommen zum ersten Start mit einem Spornradflugzeug, das ist eine Stinson L5. In einem Spornradflugzeug müssen Sie bei Steuerung Joystick ein wenig nach hinten ziehen, damit die Nase oben das Spornrad sicher am Boden bleibt. Andernfalls haben Sie keine Möglichkeit mehr, das Flugzeug zu steuern. Schließlich wird das Heck Ihres Flugzeugs ganz von selbst nach oben gehen und der Rumpf des Flugzeugs ist dann parallel zum Boden. In diesem Zeitpunkt können Sie Ihre Joystick wieder in die neutrale Steuerung bringen und einfach so wie gewohnt steuern. Wenn Sie sicher auf der Startbahn hinunterbewegen, überprüfen Sie die Geschwindigkeit. Ziehen Sie die Steuerung nach hinten, wenn Sie 50 Knoten erreicht haben. Seattle Tacoma INTL Information Zulu. Minus 100 Zulu Weather. Wind light and variable. Visibility 10. Sky clear. Temperature 14. Dew point. Wenn hier so ein bisschen irritiert ist. Altimeter 2992. Dass man irgendwie gar nicht sieht, wo man ist. 16 center. 16 right. Ja, da habe ich mich jetzt ablenken lassen und das machen wir nochmal. Nee, das machen wir doch nochmal. Ja, ich bin abgestürzt, ich weiß. Wie machen wir das nochmal? Wie starte ich hier so einen Flug nochmal? Ich hab mich ablenken lassen. Seattle Tacoma INTL Information Zulu. Minus 100 Zulu Weather. Wind light and variable. Visibility 10. Sky clear. Temperature 14. Dew point minus 7. Altimeter 2992. Arriving runways 16 left, 16 center, 16 right. Departing runways 16 left, 16 so, right. So, das fangen wir nochmal an. Ja, das haben wir jetzt alles schon mal. Einstellung der Pedale was machen. Das war jetzt mal nix vom Start her. Arriving runways 16 left, 16 center, 16 right. Departing runways 16 left, 16 right. Ich sehe vor allem meinen künstlichen Horizont an. Ich habe ja keinen künstlichen Horizont. Ich habe keinen künstlichen Horizont. Weiter so. Ja, das war ja wohl nicht schön. Well done. Ja, von wegen. Ja, 75%. Ich muss hier erstmal meine Einstellungen ändern. Das heißt, das erste Video hier ist jetzt echt chaotisch. Ich verstehe das, wenn ihr mir einen Daumen nach unten gibt. Hinterlasst doch gerne mal in den Kommentaren eure Meinung. Spielt ihr das selber auch? Spielt ihr andere Flugsimulatoren? Was habt ihr für Erfahrungen damit? Würde mich sehr interessieren und ja, dann schaut auch gerne bei der nächsten Folge wieder rein, wenn es heißt Let's Fly X-Plane 11.
Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.